Ja, grüß euch alle miteinander. Ja, ich bin heute runtergefahren aufs Häfelich her. In den Notkitten herum. Und wollte euch ein bisschen was über die Stille erzählen. Es hört sich jetzt, wenn ich da oben schaue in die Stadt, hört man ja das Geräusch auf, das Dröhnen. Das ist halt oft nicht gar so fein. Aber wenn ich auf die andere Seite reinschaue, ins Karwendel, und dann die Kare und die Wendzieg und da rein hoch, dann weht mir eigentlich gleich eine besondere Stille entgegen. Ob das der Schrei von der Dohle ist oder herabfallender Storn, den er ganz lostreten hat, oder der Pfiff von einem Adler, es ist schon dann was Schönes. Da kann man das dann schon genießen. Es ist ja eine schöne Eigenschaft von Innsbruck, dass man viele Wege hat und in einer Stunde gleich überall ist. Ich muss am Häflichau rum, ich muss auf dem Patscherhof rum, im Stubaital rein. Also es ist einfach herrlich, wie schnell man diese Touren erreichen kann. Es ist wohltuend, die Ruhe da. Wenn man sich richtig einlässt, dann ist das fast wie eine Therapie, die Ruhe. Für mich waren die Berge immer Lehrer. Und zwar Lehrer, schweigende Lehrer. Die weite Räume, die man da hat, die weite Räume der Stille, die vergeht nicht. Wenn ich oft auf einem schönen Platz bin und vielleicht dahin meditiere, ein bisschen in Gedanken versunken bin, dann kommt mir oft vor, meine Seele verbindet sich mit der Natur. Und das ist einfach was Schönes. Ja, ich möchte jetzt einmal dabei Schluss machen, mache ein paar kleine Runden da herum, und schau, dass ich ein paar nette Aufnahmen da mache. Und da sage ich derweil einmal Pfiat, denk, alle miteinander.